herzlich willkommen zum letzten Park der Tour, dann auch der letzte Vlog wahrscheinlich. Also ja, wir haben jetzt zwar zwei Tage, aber es wird halt nur ein Vlog kommen. Der Park ist halt riesig, deshalb stehen ja sau viele Achterbahnen, 16. Deshalb haben wir hier zwei Tage, um genug Zeit zu haben. Und ja, ich werde jetzt auch gleich meine 400. Achterbahn fahren. Ich stehe bei 398. Das heißt, jetzt wahrscheinlich erst Max Force wegen Air Compressed Lounge, geh schnell down und dann rüber zu Goliath im AMC hier als meine 400er. So, Max Force gefahren, das war zu, 399. Ja, der Lounge, der zieht richtig, Alter. Boah, der ist knallt aber rein. Klar, ist ein Air Lounge und nicht so wie ein Powder Kick. Das ist so Family, ist hier mal richtig mit Bums hinter. Bockt richtig. Danach gibt es so ein Steep Speed Bump, wir saßen in Reihe 5. Gar keine Air, das ist richtig ganz leicht nur. Ich dachte, da würde man gut rausgehoben. Dann oben dieses Element hat man ein bisschen Hangtime, ist ganz cool. Dann diese schnell durchfahrende Rolle ist, glaube ich, auch die schnellste Version in Nordamerika. Ja, da wird man richtig, richtig gut rausge... weil die Sitze so offen sind, man wird man da voll zur Seite geschmissen. Ist echt cool. Schönes Speedwall. Ja, und dann wird man nochmal in dem letzten Element halt nochmal rausgeschmissen. Aber ist halt sehr kurz, die Bahn. Aber gut, darauf müssen wir uns heute einstellen. Die Bahnen hier sind alle sehr, 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 sehr kurz. Und ja, das ist halt hier so. Aber ist eine knackige und coole Bahn auf jeden Fall. So, und da sieht man schon Goliath, den AMC hier. Hat die gleiche Liftstruktur wie jetzt irgendwie Sadwa oder Ainguar. Sie hat auch diesen Stall darunter wie Sadwa. Ist aber hier ein kompletter Wooden Coaster. Was? Klingt das lecker oder klingt das ekelhaft? Beides. Beides. Ja. Auf jeden Fall auch ein sehr kurzer, kurze Bahn auf jeden Fall. Aber genau, ist ein Woody komplett. Der soll sich aber noch relativ gut fahren im Vergleich zu Outlawern. Ja, sind wir mal gespannt gleich drauf. So, willkommen aus Goliath. Ja, ein sehr kurzer Arm ins AMC, der Drop zieht einem sehr die Socken aus, der Drop ist super gut. Danach gibt es ein Turnaround-Element, man hat auf jeden Fall einige Airtime-Momente, die sind jetzt noch nicht so stark, ist noch nicht so warm gefahren, aber sehr viel Hangtime im Dive-Loop und auch in der Stall. Die Stall finde ich richtig gut. Ich fand die Bahn sehr, sehr, sehr smooth, auch im Vergleich zu Outlaw Run. Mira meinte, es wäre irgendwie nicht schön fahrbar zu gewesen, weil es war rappelig. Weiß nicht, wir saßen in der vorletzten Reihe. Das sind hier die First-Gen-AMC-Züge. Das heißt, vorne hat man keine Wheels. Also wir saßen quasi auf einem Nicht-Wheel-Seat. Und ja, ich fand's super. Also, weiß ich, Mira fand's nicht gut vom Fahrverhalten, aber vielleicht lag's am Sitz. Keine Ahnung. Und jetzt machen wir hier. Little Dipper ist so ein kleiner Family-Woody, so ähnlich wie Woodstock Express. Ja, könnte eigentlich ganz cool sein. Also sind meistens coole Kitty-Coaster, so
kleine Woodies. Diese Family Woodies, dieser Family Woody war eigentlich ganz nett, kann aber nicht mit irgendwie den mit den Woodstocks Express mithalten, ist aber auch mal ganz cooler Chili Kraus. Dann haben wir geguckt wegen Flashpässen, weil wir haben eigentlich 4 Flashpässe in unserer Jahreskarte, weil es relativ voll ist, aber naja, irgendwo müssen wir anstehen. Jetzt stehen wir hier bei X-Fight, dem Bier und dem Wing Coaster, weil hier nicht zu, das ist 25 Minuten stehen dran, mal gucken, was drin ist. Vom Layout her eigentlich ein ziemlich guter Wing Coaster, auch von den Kräften her. Dadurch, dass wir hinten saßen, weil die lange Züge hier haben, länger als bei anderen Wing Coaster, ich glaube 10 Reihen oder so haben die, wird man immer so voll runtergezogen, durchgezogen durch Inversionen und vielleicht mal den Dive Loop oder so, wird man so voll runtergezogen. Und auch hier dieser Inline Twist natürlich wieder richtig toll, aber ich saß innen und ich habe schon gemerkt, wie bumpy das war, und ich habe mir schon vorgestellt, oh, auf den äußeren Sitzen ist das bestimmt ordentlich, schwingt das wahrscheinlich mehr und macht es richtig bumpy. Mira saß außen und sie meinte, es hat sich sehr schlecht gefahren, was halt schade ist, aber das hast du oft bei den Wing Coaster mit diesen breiten Zügen, dass das dann einfach so ein bisschen wabbelt, sobald der Schnell kommt, dann macht das und wenn du dann außen sitzt, dann ist das richtig bumpy, aber naja. So, nach dem Essen, was eigentlich ganz lecker war, war so ein Turkey-Sandwich mit so einer Laugenbrötchen, war echt lecker. Aber jetzt mit Dark Knight Coaster, dürfte eigentlich das gleiche sein wie im Six Flags Great Adventure, heißt eine wilde Maus mit ein bisschen Thematisierung. Ist eigentlich eine ganz gute Maus im Great Adventure, einer der besten Mäuse. Mal gucken, ob das hier dann genauso ist. So, also jetzt hier mit dem Dark Knight Coaster gefahren. Mira meint, der hätte andere Effekte als in Great Adventure und in Magic Mountain. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz an den in Great Adventure, aber ich meine, da wären nicht so viele Effekte gewesen, die haben wohl scheinbar nicht funktioniert. Hier waren sehr viele Effekte, haben alle funktioniert, es ist immer dunkel, dann leuchtet irgendwas auf, ein paar thematisierte Sachen, ist einfach ganz cool, also für eine wilde Maus echt nicht schlecht gemacht, also einer der besseren Mäuse auf jeden Fall. Wir haben jetzt mal nachgefragt, wie das mit den Flashpässen funktioniert. Man muss aber scannen und dann seinen Season Pass scannen und dann eingeben, dass man seine Benefits nutzt. Ja, deshalb haben wir jetzt 4 Flashpässe und haben jetzt einen bei Superman Ultimate Flight benutzt, weil die halt immer ultra voll sind. Und wir Layout kennen, schon aus Great Adventure. Also ja, dürfte wahrscheinlich genauso sein wie im Great Adventure. Aber ja, mal schauen. So, Superman Ultimate Flight gefahren, war deutlich rappeliger als im Great Adventure. Ist jetzt nicht, dass es weh tut, aber ist einfach nicht so angenehm, gerade weil deine Beine auf diesen Shin Guards liegen und dann so
nicht, na, muss nicht sein. Saß in der Backrow, der Pretzel Loop, da wird natürlich richtig schön reingezogen, aber ich fand den irgendwie nicht so intensiv wie bei den anderen B&M-Flyern, die ich gefahren bin. Kann aber auch sein, dass es einfach rappeliger war und ich dadurch das nicht so sehr appreciated habe, die positiven G-Kräfte, weil ich aufs Rappel konzentriert habe, aber I don't know. Ja, ich finde die Dinger generell nicht so spannend. Abgesehen vom Pretzel Loop finde ich die immer relativ langweilig, aber naja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier die Schlange zu überspringen, weil die ist ganz schön lang. Also Joker hinter mir haben wir jetzt im Single Rider gemacht, was sich gelohnt hat, weil wir haben damit durch eine lange Warteschlange geskippt, aber deren Single Rider Policy ist irgendwie so dumm. Also die benutzen den zwar wie einen normalen Single Rider, also wenn da eine Gruppe ist, wo ne, ungerade ist, dann setzen die einer zu, aber die lassen auch einfach manchmal so 50 Leute einfach im Single Rider einfach so rein. Und ja. Dadurch skippst du halt die komplette Warteschlange, die echt lang ist. Wir wurden jetzt beide gleichzeitig reingelassen, sind dann aber nicht in den gleichen Wagen gekommen. Ich bin dann alleine gefahren, neben mir war ein Platz frei. Also so dumm, also total dumm, aber naja, so spart man sich halt die Warteschlange. Beim Single, da war nicht viel los. Und wie gesagt, die lassen dann einfach 5, 6, so eine ganze Gruppe da einfach rein. Also das ist total dumm. Das ist quasi ein kostenloser Flash-Pass. Also ja, kann man auf jeden Fall empfehlen zu machen. Hier bei Flash Vertical Velocity reingelaufen, müssen zwar hier warten, aber wir wollten eigentlich im Flashpass rein, aber es ist irgendwie leerer geworden. Eben war das hier alles voll. Hätte man das alles im Flashpass geskippt, jetzt bringt der Flashpass halt nichts, weil man ab hier sowieso warten muss dann, weil man hier im Flashpass reinkommen würde. Ja, dann machen wir es jetzt ohne. Flash Vertical Velocity ist wieder so ein Impulse-Coaster, genau gleich wie im Dorney Park oder im Valley Fair, nur halt hier ohne Holding Brake, also diese ausgeschaltet. Saßen diesmal hinten, ja, da sind die Dinger halt relativ langweilig, weil es halt hinten keinen Twisted Spike gibt, was halt irgendwie schade ist. Wäre eigentlich cooler, wenn die auf beiden Seiten Twisted Spikes, so wie bei Wicked Twister damals, aber naja, haben den Count, jetzt sind wir eigentlich alle normalen Impulse Coaster gefahren, bis auf Flash vs. Velocity im Six Flags Discovery Kingdom. Der ist aber auch ein bisschen anders, weil das Bike abgeflacht ist. Und dann, also zumindest in Amerika, so. In Asien gibt es dann nochmal ein, zwei neue, die komplett neu gebaut sind, mit der neuen Intermediate-Engine. Aber von den Originalen sind wir jetzt eigentlich fast alle gefahren. Bis auf, wie gesagt, den einen, der aber auch ein bisschen anders ist. Also, ja. Kommen jetzt aus Batman the Bride, The Original, der erste B&M Invertilcoaster, der je gebaut wurde. Fährt sich aber nicht so. Also doch, man merkt ihm das Alter schon ein bisschen an, aber der im St. Louis fährt sich auf jeden Fall deutlich schlechter. Ja, hier hat man auch einfach noch keine Abdeckung vor den Radschildern. Das sieht irgendwie weird aus, das hat man sonst bei B&M Invertil halt einfach nicht. Ja, fuhr sich sehr, sehr intensiv. Gerade die beiden Loopings, Greyout und auch boah, diese am Ende diese Batwings, wie heißen die? Nicht mein Lieblings ist Spinnet Fidget, dieser Batman Fidget hier. Ja, es sind quasi Borgtooth, aber die heißen hier irgendwie anders. Naja, boah, die haben so gezogen. Also das war richtig, richtig schnell ist der gefahren. Wie heißt die denn nochmal? Ja, werde ich hier irgendwie einblenden, wie die. Wie die richtig heißen. So, jetzt gehen wir hier bei American Eagle ein. Die Woodys hier, ein Dueling Woody. Müssen wir mal gucken, ob beide Seiten auf sind. Nicht, ja, ist meistens nämlich immer nur eine Seite auf.
Ja, aber ich habe gehört, dass diese Saison wohl die bessere Seite auf sein soll. Naja, schauen wir mal. Was wird? Ja, also American Eagle gemacht. Nur die rote Seite war auf und die fuhr sich definitiv sehr gut. Ja, so ein bisschen wie die Racer im Kings Island, Kings Dominion. Finde ich die Racer aber ein bisschen besser, weil sie durchweg, glaube ich, ein bisschen bessere Airtime haben, wenn ich mich richtig erinnere. Die hat man aber so, eine Helix ist extrem lang, da nimmt man auch ein bisschen Speed auf am Ende und danach kommt halt so ein Down. Man wird getrimmt, aber trotzdem fliegt man da komplett raus und vor der Helix auch nochmal eine Trim. Also wenn die beiden Trims ausgeschaltet werden, dann wird die Bahn sich wahrscheinlich selbst zerlegen. Also das war ein ganz witziger Moment. Sonst finde ich die Bahn sehr, sehr gut, hat ein paar Floater-Erdner-Momente und macht auf jeden Fall Spaß. Als Dueling wäre das natürlich besser, aber naja, kann man nichts machen. An der anderen Seite sind sie gerade ein bisschen am Retracken. Jetzt fahren wir mit Justice League Battle of Metropolis und vergleichen das mit Great Adventure und St. Louis. Nee, St. Louis haben wir gar nicht gemacht. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Also wir haben erstmal den Studientag bei Justice League Battle of Metropolis mitgenommen. Nee, St. Louis haben wir gar nicht gemacht. Konzentriert. Mira hat gewonnen. War eigentlich von den Szenen, glaube ich, gleich wie in St. Louis. Genau, wir sind in St. Louis nämlich auch wohl gefahren. Ich dachte zuerst, wir wären nicht gefahren, weil wir zu kalt hatten, weil wir so nass waren vom Rafting. Aber wir sind dann da gefahren wegen dem Feuereffekt. Ja, nur hier gab es nochmal eine Nebelwand. Die hat in St. Louis wahrscheinlich einfach nicht funktioniert. Ja, die war cool. Ja, die Bildschirmszenen sind sowieso bei allen die gleiche, nur die Zwischenszenen sind bei Great Adventure dann teilweise nochmal anders, aber nur die kleinen. Die großen Szenen sind gleich, aber die kleinen, so zwischen den Bildschirmen, sind dann teilweise anders. Aber ja, ist auf jeden Fall immer ein netter Dark Ride, ein guter Dark Ride. So, und jetzt eine der letzten Bahnen, die uns noch fehlt hier im Park, von denen die offen sind, Raging Bull, ein B&M Hyper. Einer der ersten B&M Hyper mit diesem Pre-Drop noch da vorne. Dieser hier soll aber viel besser sein als der von der Perilous Chariot. In der letzten Reihe soll man hier richtig rausfliegen. Und ja, ist der voll, deshalb benutzen wir wahrscheinlich einer unserer Skip the Lines, Fastpässe. Und genau, die Bahn ist natürlich jetzt sau warm gefahren, weil wir haben relativ spät im Nachmittag. Ja, wird bestimmt gut. Also wir kommen jetzt hier aus Raging Bull. Müsste der zweite B&M Hyper sein, der hier gebaut wurde nach Apollo's Chariot. Und ich habe im Vorhinein gehört, dass der Drop hier, obwohl er eigentlich gleich ist mit diesem Tree-Drop hier, viel stärker sein soll in der Backcourt als bei Apollo's Chariot. Und er war es auch. Ich hatte so viel Platz im Video, ich bin so geflogen. Sonst ist das Layout nicht so sehr auf Airtime-Mits auszulegen, eher so ein bisschen Twister-Check in Kurven, Overbanks. Bei den Ausfahrten hatte man teilweise Airtime. Die Airtime-Mits, die Bahn hatten Bahn aber ganz gut, aber denke ich lag daran, weil ich so viel Platz hatte und so geflogen bin. Deshalb würde ich ja sagen, so ein Mid-Tier, beziehungsweise Lower-Tier B&M Hyper. Aber der Drop ist auf jeden Fall der beste von allen B&M Hypern, ganz klar. So, dann als nächstes hier Viper. Ist, weiß ich gar nicht, was das für eine Bahn ist, aber nehmen wir jetzt mit. Ach ja, logisch, ist der Woody, der hier vorne steht. Sieht nach CCI aus und fahren wir dann mal.
Und hier haben wir nochmal Walk on the Station Mate. Heißt ja eigentlich, dass die Leute hier die Bahn nicht so mögen. Ich bin mal gespannt. Setzen uns mal auf ein Nicht-Wheel-Seat, das dürfte ja dann ganz okay sein. Genau, also Viper ist eigentlich einfach ein Cyclone-Layout original. Ich glaube, in Movie Park Bandit ist nämlich gespiegelt. Also stellt euch mal Bandit vor, in Smoover. Also wir saßen auf dem Nicht-Wheel-Seat, das war richtig smooth. Genau, Smoover und gespiegelt. Und ich glaube, die Airtime war ein bisschen stärker. Aber ja, eigentlich daher ein ganz spaßiger Ride, weil Bandit finde ich ja eigentlich auch eine keine schlechte Bahn. Also ja, schöner Woody auf jeden Fall. Aber ja, das Layout ist man halt schon mehrfach gefahren, also ich zumindest. Ja, jetzt fehlt uns nur noch Wizard, so ein Schwarzkopf-Ding, wo man in diesem Wägelchen sitzt. Mal gucken, ob wir das jetzt noch machen, weil wir noch eine Show gucken wollen. Vielleicht wird das eng. Ja, wir haben ja morgen auf jeden Fall auch noch einen Tag und wir haben noch einen Flashpass. Also irgendwie werden wir die Bahn auf jeden Fall noch fahren. Und die restlichen Bahnen sind halt zu. Also Demon ist zu und halt die andere Seite von American Eagle. So, und die werden auch morgen zu sein. Von daher, ja, werden wir die nicht fahren. Also wir haben jetzt die angebliche Stuntshow geguckt, das war ja, quasi so ein bisschen wie Jump-Matte, Trampoline-Matte, BMX-Matte, Inline-Skater-Matte, ein Scooterfahrer. Aber BMX-Inline-Scooterfahrer war sehr kurze Zähne, die haben auch nicht viel Tricks gemacht, also Jump 10-mal besser. Auch, sag ich mal, die Trampolin-Szenen, die waren quasi wie bei Jump, aber das Ding, wo das Gebäude, sag ich mal, bei Jump, wo die hochspringen, ist viel höher. Also ja, es gab noch ein bisschen Akrobatik, viel Gesang und Tanz. Die Leute konnten wahrscheinlich eigentlich singen, aber irgendwie die Mikrofone oder die Boxen, es war sehr schrill, hat sich nicht so gut angehört, aber ja, hat man halt mal mitgenommen. Ne? Und jetzt gibt es hier gleich Parade und Co., glaube ich, und das gucken wir uns dann auch mal an. So, oh Gott, es ist dunkel. Wir haben uns gerade noch eine Parade und eine Show angeguckt hier. Wie heißt das? Light of? Neon Nights, ja. Ist ganz nett, aber ja. Gut, wir müssen noch den Wizard fahren. Das machen wir dann morgen. Ich vlog morgen dann irgendwie noch Wizard. Und wenn noch irgendwas sonst irgendwas Spannendes ist, dann Essen. Ja, morgen kommt ein kompletter Essensvlog. Gibt es wieder wahrscheinlich bei Miras Kanal. Lohnt sich auf jeden Fall dann da vorbeizugucken. Weil es gibt morgen, ab morgen beginnt ein Food Festival hier. Und das testen wir dann natürlich. Ja, deshalb morgen werden wir uns bestimmt nochmal sehen. Zumindest von Wizard. So, und dann willkommen aus Tag 2 und jetzt der letzte Count. Wizard, ein Schwarzkopf. Ich weiß nicht, heißen die Bobsleds? Ich weiß es nicht. Ja, machen wir dann jetzt. Und dann haben wir alle Counts, die wir hier fahren können. Jetzt haben wir auch Wizard gemacht, so ein Schwarzkopf-Ding. Ja, ist ganz witzig, haben relativ weit vorne gesessen, macht Spaß. Ein paar, also eine Transition war ein bisschen wild, ein bisschen janky, aber eigentlich ganz witzig und ja, ist auf jeden Fall sehr oldschool, sehr nostalgisch. Auf jeden Fall cool, wenn man so ein Ding nochmal fahren kann, weil die halt echt mittlerweile sehr selten geworden sind. Und ja, eigentlich eine ganz nette Familienbahn. Oh
Okay, also wir sind jetzt nochmal live gefahren und ich habe während der Fahrt irgendwas voll in die Fresse bekommen. Die hinter mir waren auch Enthusiasten, die meinten, das wäre wahrscheinlich eine Kappe gewesen, die haben es auch nicht so richtig erkannt. Bin froh, dass auf jeden Fall was Weiches war, weil es tat nicht weh, wenn das ein Handy gewesen wäre. Dann wäre meine Nase jetzt gebrochen. Also Leute, ey, packt eure scheiß Sachen weg. Also, eieieiei. Ich will eine Gruselavocado. Aber da kommst du nicht dran. Das ist unmöglich. Ja, das ist schon... Da kommst du sowieso nicht dran. Und die da unten liegt, da ist das Glas davor. Da kommst du auch nicht dran. Der liegt scheiße. Weißt du, wer da dran kommt? Emily kommt da dran. Emily spielt wieder mit Greifautomaten. Nee, da kommt auch keine Emily dran. Weil voll cool, die Gruselavocado, hä? Ja, haben wir auch mal gesehen. Ach komm, war Monat anfangen! Also wir haben uns jetzt hier diesen Pass geholt, womit wir hier diese ganzen Samples von dem Food Festival holen können. Also 12 Stück bekommen wir für den Preis von 8 wegen unserem Season Pass. Die sind echt klein, $9 kostet das normal, aber ja. Mira macht übrigens ein komplettes Food-Video von dem ganzen Essen hier im Park und auch von dem Dings. Schon den ganzen Tag, schon seit gestern freut ihr sich auf dieses Essen hier. Leute, ich bin Foodie, okay? Ja. Ich liebe Food, auch wenn ich nicht viel essen kann, aber ich lieb's. Ja. Okay, ich brauche... Und das probieren wir jetzt erstmal. Okay, noch eine Attraktion, die wir gestern nicht gemacht haben. Roaring Rapids, das Rafting hier. Amerikanische Raftings sind immer gut. Ja, haben oft dicke Wellen. Sieht man schon, ja, okay, das ist normal. Oh ja, doch. Wasserfälle sieht man. Viele Wellen, sehr viele Wellen, ja. Wird bestimmt nass. Testen wir mal aus. Boah, fette Boote auf jeden Fall wieder. Fette Boote. Oh, und Fackelfontänen. Uiuiui. Inside the raft. Remain seated until the raft is all the way back into the station. Please wait for friends and family outside of the ride exit. Rafting war relativ, es geht nass, also vorne, gut, man sieht es nicht. Es kamen halt einige Wellen von hinten, mein Rücken ist komplett nass, mein T-Shirt ist teilweise noch ein bisschen trocken. Aber man ist nicht so komplett saugnass, dass man sich ausbringen kann. Also es war auf jeden Fall ganz cool. Es gab ein paar Fackelfontänen, die haben einen dann nur erwischt und ein paar Wellen, aber eigentlich ein sehr schönes Rafting. Das ist schon krass, das machen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Alter, guck, man hat es ja gerade gesehen. Wurde einfach bei der Abfahrt komplett durch so eine Dings geschickt. Sieht irgendwie sehr nach Mack-Boden aus. Ich vermute, das Ding ist von Mack. Weiß ich aber nicht genau. Ja, guckt euch das an. Das ist schon asozial. Das ist schon sehr asozial. Oh, ich hoffe, man sieht mich wenigstens ein bisschen. Ja, wir haben heute noch ein paar aufgewärmte Fahrten gemacht, aufgewärmt auf Goliath, war ganz gut, der Erdheimhill war da deutlich stärker. Auf Raging Bull in der vorletzten Reihe, da habe ich gehört, dass der Drop da nicht so gut sein soll, aber ich hatte viel Platz im Bügel. War zwar vielleicht nicht so ganz so gut wie der Backdoor, aber trotzdem sehr, sehr gut. Ein schöner Hyper. Und gerade hatten wir noch als letzte Fahrt der Tour einen Night Ride auf Max Force. In der ersten Reihe, boah, der Lounge sieht richtig, macht richtig Spaß. Der Hampt danach hat zwar gar keine Airtime, aber schöne Bahn, gerade der Front Row als Night Ride macht das natürlich super Spaß. Yeah. Ein super Abschluss der Tour und damit verabschiede ich mich dann hier auch aus Six Flags Great America. Und das war's von der Midwest und New York Tour.